Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Mr. Dungeon Genux Team Himmel. Ja, kennt ihr diesen Moment? Wahrscheinlich kennen die meisten das nicht, aber kennt ihr diesen Moment, wenn man ein Video aufnimmt? Oder vielleicht kennt das derjenige, der auf dem Emulator gerne mal Pokémon-Spiele oder, nein, sonstige ROMs spielt. Kennt ihr diesen Moment? Ihr seid gerade fertig mit dem Spielen. Oder in meinem Fall, ich war gerade fertig mit dem Aufnehmen. Dachte mir, hey, speicherst du mal deine Aufnahme? So, und vergiss, dass du noch Save State setzen musst. Wie soll ich sagen? Das ist mir jetzt gerade vorhin bei Dragon Quest Aufnahme passiert. Ich habe nämlich vergessen abzuspeichern und ich hatte dort einen Bosskampf gehabt, in den ich jetzt nochmal von vorne spielen darf. Ich hasse mein Leben. Oh Mann. Aber wir müssen uns jetzt auf Pokémon konzentrieren, oder? Ich muss mich jetzt auf Pokémon konzentrieren, nicht auf Dragon Quest. Das ist nämlich das falsche Projekt. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Ist sich jeder über seine Aufgabe heute im Klaren? Donnerwetter, ja. Ich bin sowas von bereit. Gut. Die Leute, die nach dem verborgenen Land forschen und diejenigen, die das Wort zum wahren Stand der Dinge verbreiten. Ich erwarte von euch, dass ihr eure Teams der Aufgabe entsprechend organisiert und loslegt. Packen wir es gleich an, Leute. Hurra! Wir müssen zur heißen Quelle gehen und... Entschuldigung. Wir müssen zur heißen Quelle gehen und den weißen alten Kurtel nach Informationen fragen. Wir sind beim ersten Mal durch die Wasserfallhöhle zur heißen Quelle gelangt. Machen wir uns auf den Weg zur heißen Quelle. Aber wir müssen gar nicht zur... Wildwasserhöhle, glaube ich, hieß die. Nein, wie ist sie immer? Wasserfallhöhle. Denn die heiße Quelle ist auch so als Punkt markiert. Zumindest mag ich mich daran zu erinnern. Wenn es nicht so ist, dann soll ich jetzt vom Gegenteil bewiesen werden. Was? Och man, ich kann mich erinnern, dass man hier... Och nö, dann gehe ich halt zur Wasserfallhöhle und darf die jetzt mit Level 50 Pokémon gefühlt nochmal durchgehen. Toll! Super schön, dass ich diese Höhle nochmal durchgehen kann. Ich kann mich echt daran erinnern, dass die heißen Quellen eingespeichert sind. Ach, hier schon wieder. Aber es gibt hier ein neues, Ach, Tangela, bitte. Nee, ich möchte kein Gummi. Wobei, das können ja Belebersamen sein. Hallo, Keklion. Belebersamen? Belebersamen? Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe zu viele Sachen in meinem... Ich habe zu viele Sachen in meinem Inventar. Ablegen. Ablegen. Ich brauche hier eh nur zwei Platz. Ja, das ist lieb von dir. Angenehm, mit dir Geschäfte zu machen. Und jetzt komme ich wieder, um mir Belebersamen zu holen. Noch einen Belebersamen zu holen. Und jetzt zu kaufen. Geil! Endlich haben wir uns mal Belebersamen in einem Dungeon geholt. Ist das nicht cool? Ich glaube, wir haben uns schon mal Beleber in einem Dungeon geholt. Aber auch bei einem Keklion-Laden, wenn mich nicht irgendwie alles täuscht. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Natürlich. Ich bin ein Mensch und ein Mensch macht Fehler. Und ich zähle zu den Menschen. Pokémon fucking Mystery Dungeon in a fucking nutshell. Wow, habt ihr das gerade gesehen, wo die fucking dumme, hässliche Kacktreppe ist? Und habt ihr gesehen, wie ich da hinkomme? Genau, nicht zu von dem Weg da oben, denn von dem Weg da oben ist nämlich eine kleine, ja, wie soll ich sagen, eine kleine Sackgasse, ein U-Turn, so genannt. Was muss ich also tun? Ich muss direkt nochmal außen herum latschen, um hier dann dahin zu laufen, weil es der einzige Weg ist, um in diesen scheiß Treppengang zu kommen. Nein, es gibt sogar zwei Wege wahrscheinlich. Fuck my life. Das musste jetzt ganz kurz raus. So ein kleiner Frustabbau. Pokémon Mystery Dungeon ist nicht immer schöner. Friede, Freude, Eierkuchen, nein. Pokémon Mystery Dungeon ist auch manchmal echt der kleine Wichserbruder, den man sich nie wünscht. Der kleine Bruder, den man sich nie wünscht, weil der echt, ja, keine Ahnung, weil er einen auf die Nerven gehen würde oder sonstiges. Was laber ich hier eigentlich? Nein, hallo. Ich möchte mit Optimismus hier mein Let's Plays, hervorkriechen. Nein, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dafür spiele ich das falsche Spiel. Das falsche Spiel. Ich müsste dafür Spiele spielen wie Undertale, Undertale, auch nicht schlecht. Oder Starbound oder sowas. Da habe ich dann viel Lust. Oder, was kann man denn noch spielen, um seine Freude auszudrücken? Genau, Mario Kart. Nein, falsches Genre. Mario Kart ist nichts für Leute, die den Pessimismus bevorzugen, beziehungsweise Bluthochdruck. Ich rate es euch ab. Och, Leute. Geh mir nicht auf den Quellbrunnen, ey. Setz halt doch mal Hypnose ein, bitte. Mein Gott, jetzt ist da auch noch ein Schmerbe angelatscht. Das Dungeon geht mir jetzt schon auf den Sack.
Der Dungeon, das Dungeon, ich habe immer noch keine Ahnung. Das Dungeon wahrscheinlich, weil es halt keine Personifikation ist. Also würde ich sagen, einfach das Dungeon. Belebersam. Das ist nicht wahr. Flairsam, schon zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, schöne kleine Flairsam. Och, geh, Weiher. Geh mal weg, Eier. Och, Mann. Ja, lass halt gar keine Attacke mehr von Daniel zu. Ist ja gut, ey. Oh, bin ich wieder aufgeschnappt heute, kann das sein? Ja gut, ist auch verständlich, wenn ich Dragon Quest einen fucking Boss besiege in dem Part. Wenigstens habe ich es im Part noch geschafft. Und ich dann vergesse zu speichern, um diesen Scheißkampf darf ich jetzt gleich nochmal von vorne machen, wenn ich wieder Dragon Quest aufnehme. Toll, wirklich super, bravo. Ein Applaus an mich. Mein Gott, ey. Sorry, aber sowas regt mich halt auf, weil es vor allem ein Boss war. Wäre es sowas, so ein dummes Rumgelatschen, hätte ich mir so gedacht, ach ja, weißt du was, Welser? Weißt du was, das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Ah, das möchte ich aber schon mitnehmen, ne? Dann hätte ich mir so gedacht, ach Mensch, das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, mein Gott, dann, lauf das halt nochmal nach, was ich da gemacht habe. Aber nein, ich muss gegen einen scheiß Boss nochmal kämpfen, gegen den ich eh schon Probleme hatte, weil der einfach nur scheiße krass ist. Mann. Manchmal hasse ich aufnehmen. Ganz einfach wegen den Gründen. Oh, haben wir es jetzt geschafft? Natürlich, wir sind sofort bei den heißen Quellen. Weil uns ja nicht irgendwie so ein Tsunami oder so hingeleitet hat. Nein, auf gar keinen Fall. So, hallo, Quirtle. Quirtle, hallo? Ah, meine jungen Freunde, wollt ihr eure Müdigkeit wegwaschen? Oh, nicht? Ich verstehe, ihr sucht meinen weisen Rat. Nun, es gibt keinen besseren Ort als diesen, wenn ihr eure Geschichte mit jemandem teilen wollt. Ah, ich verstehe, das verborgene Land, sagt ihr. Ich habe davon gehört. Oh, wirklich? Das verborgene Land ist wahrlich legendär. Ist ein wahrlich legendärer Ort. Es ist eine bestenfalls lückenhafte Überlieferung, von Mund zu Mund weitererzählt. Also sowas wie die Bibel. Macht nichts. Bitte erzähle sie uns. Selbstverständlich. Ich kann euch nur erzählen, was ich weiß. Das verborgene Land liegt jenseits des Ozeans, an einem versteckten Ort. So geht die Geschichte. Ein versteckter Ort? Ja. Das verborgene Land erlaubt nur den Auserwählten, es zu finden. Um dorthin zu gelangen, muss man über bestimmte Qualifikationen verfügen. Oh, ein Ort, zu dem nur jemand mit den richtigen Qualifikationen gelangen kann. Okay, Quirtle, was sind das für Qualifikationen? Es sind... was waren das nochmal für Qualifikationen? Tut mir leid, das ist mir entfallen. Oh nein, du hast es vergessen. Bitte, Quirtle, bitte erinnere dich. Es ist wirklich wichtig. Ihr sagt es so leicht, aber, oh, das war es. Ihr braucht einen Nachweis. Ihr braucht einen irgendeinen Nachweis. Ja, das war es. Ein Nachweis. Ein Nachweis? Ein Nachweis worüber? Das wäre ein Nachweis über, seid mir nicht böse, ich habe es wieder vergessen. Was, du kannst dich nicht erinnern? Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Na gut, kannst du dich noch an irgendetwas erinnern? Nein, das war alles. Vergebt mir, Kinder, falls mir entfallen sollte, welche Art von Nachweis man braucht, lasse ich es euch wissen. Ja, danke, ja. Ja, danke, bitte, Quirtle, genau. Ja, bitte, danke, Quirtle. Wir sollten zur Gilde zurückkehren, Marcel. Quirtle konnte uns nicht viele Antworten geben. Das ist schade. Oh, das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass wir einen Nachweis brauchen und das zu wissen ist ein Fortschritt, richtig? Hey, wir suchen gerade. Ja, aber wir haben nichts gefunden. Aufgeben wird nicht. Wir müssen jetzt weiter versuchen, Donnerwetter. Ich versuche es auch weiterhin. Wir sollen zu Abend essen und uns über die Nacht nur ausruhen. Wir machen morgen weiter. Na gut, danke, Leute. Stopf, Schling, Schmatz, Schlabber, Schlöff. Hey, Quirtle, was machst du da? Geh weg, sonst klatscht es. Nein, ich bin nicht so gemein zu älteren Menschen. Außer zu Quirtle, diesem Wichser. Na? Hallo, Mond. Wir kennen uns ja schon. Schön, dass du immer wieder gleich aussiehst. Immer ein Vollmond bist. Wir kommen nicht so voran, wie wir gehofft hatten. Als wir mit Quirtle sprachen, dachte ich, es gäbe noch Hoffnung. Ich wüsste gerne, wie es Reptain ergeht. Ob er die Zahnräder der Zeit eingesammelt hat? Auch wir müssen uns beeilen. Aber es gibt keinen Grund, uns nervös zu machen. Besonders da jetzt alle mithelfen.
Wir sollten ein wenig schlafen und morgen mit frischem Mut weitermachen. Okay, Marcel, gute Nacht. Gute Nacht, Daniel. Auf einen weiteren Tag voller Freuden und wahrscheinlich auch Strapazen. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt weitermachen. Wir müssen immer noch Informationen über das verborgene Land suchen. Machen wir es kurz. Das verborgene Land bleibt uns weiterhin ein Rätsel. Aber wir geben nicht auf. Hurra! Lasst uns da heute rausgehen, wo wir weiter forschen. Gehen wir, Leute. Hurra! Vielleicht noch ein Hurra von euch? Zwei waren nicht genug. Wo sollen wir heute nachforschen, Marcel? Wir haben doch schon mit Quirtle gesprochen. Uns fehlt jede Spur. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Wusabdruck, wessen Wusabdruck? Der Fußabdruck gehört Quirtle, dem Dorfältesten. Der Fußabdruck gehört Quirtle, dem Dorfältesten. Was? Quirtle ist hier? Hab ich euch endlich eingeholt? Diese Stufen sind zur Gilde sind nichts für meine alten Knochen. Was führt dich hierher, Quirtle? Hast du dich an etwas erinnert? Das habe ich tatsächlich, aber mir ist leider nur noch eine winzige Kleinigkeit eingefallen. Gestern betrachtete ich die Wasser der heißen Quelle lange und eingehend. Schließlich kam eine Erinnerung wieder. Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich frage mich, ob es euch überhaupt lohnt, sie euch mitzuteilen. Kein Problem, jede Information hält uns weiter, ganz egal wie klein sie auch ist. Bitte sag's schon, rück raus damit. Als wir gestern über die Reise zum verborgenen Land sprachen, da sagte ich euch, dass ihr dazu einen Nachweis bräuchtet. Mir fiel noch etwas in diesem Nachweis ein. Der Nachweis, er trägt eine Inschrift mit einem bestimmten Muster. Ein bestimmtes Muster? Hey, was für ein Muster soll das sein? Wie kann ich es beschreiben? Es ist schwer zu beschreiben. Aber ich kann euch sagen, dass das Muster recht kompliziert und ungewöhnlich aussieht. Es ist ein seltsames Muster. Eins von der Art, die man selten sieht. Von der Art, die man selten sieht. Donnerwetter. Man sollte meinen, ich könnte mir so etwas vorstellen. Aber sich so eine Vorstellung vorzustellen, das ist nicht einfach, wenn man es versucht. Was könnte es sein? Ein Muster von der seltenen Art. Wie könnte ein solches Muster aussehen? Ein Muster der seltenen Art. Ein seltsames. Warte mal, ein seltsames Muster? Ein seltsames Muster, ich erinnere mich, damals. Und eines Tages gelangte ich dann zufällig an dieses Reliktfragment. Zugegeben, es sieht nicht so wertvoll aus, aber sieh genauer hin. Siehst du, auf dem Stein ist ein merkwürdiges Muster, nicht wahr? Stimmt, da ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen. Das ist es. Auf dem Reliktfragment war ein seltsames Muster. Was ist los, Marcel? Was, mein Reliktfragment? Oh, richtig, dieses Muster. Verzeihung, könntest du es mal bitte ansehen? Oh, das ist es! Ein Muster genau wie dieses ist es! Was? Wo ist das her? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich daran erinnere. Ich habe das zufällig aufgesammelt. Du meine Güte, das ist fabelhaft. Da Daniel es besitzt, bedeutet das etwa... Bedeutet das, Daniel ist dazu qualifiziert, zum verborgenen Land zu gehen? Das kann ich nicht wissen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Und zum verborgenen Land zu gehen, muss man diesen Nachweis sicherlich besitzen. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Besitzer des Nachweises qualifiziert ist als Auserwählter. Dieser Nachweis könnte einfach der physische Schlüssel für das verborgene Land sein. Aber sogar schon vorher hat er das gleiche Muster als Inschrift. Es gibt keine gesicherte Verbindung zwischen diesem Reliktfragment und dem verborgenen Land. Oh, aber steht es dann aus der Frage, dass dieses Muster etwas mit dem verborgenen Land zu tun hat? Das zu wissen ist doch schon etwas. Zumindest nehme ich das an. Moment, ihr seid euch bewusst, dass das verborgene Land nur eine mündliche Legende ist, richtig? Ihr versucht sicher nicht, das verborgene Land zu finden. Doch, das tun wir. Meine Güte, was für eine Überraschung. Plaudergei, dieses Muster, wir haben es irgendwo gesehen, oder nicht? Was? Ja, der Meeresarm im Nordwesten, in der Salzwasserhöhle. Aber gilt denn, Meister, dieser Ort? Ja, ich weiß, dieser boshafte Bandit war dort.
Ein Botschafter? Bandit Donnerwetter. Hör mal bitte alle zu. Ich habe dieses Muster einmal an einem Ort namens Salzwasserhöhle gesehen. Wir können wohl mehr herausfinden, wenn wir das Relikt vom Ed dorthin bringen. Es gibt da allerdings ein Problem. Da schleicht ein Pokémon herum, dass er boshafter Bandit ist. Hey, dafür lassen wir uns keine Angst, Mann. Sind wir etwa keine Erkunder? Wir müssen nur tapfer sein. Glibunkel hat aber echt... Also, wann haben wir das letzte Mal Glibunkel gehört? Außer bei diesem Tausch mit diesen seltenen Objekten, bitte. Danke, Leute. Aber dieser Ort ist eine Herausforderung. Wir müssen uns heute Zeit nehmen, uns für morgen zu bereiten. Vorzubereiten. Wir werden uns zur Salzwasserhöhle begeben. Hurra! Ho, ho, ho! Ich dachte, das verborgene Land sei nichts mehr als eine Folklore. Das Alte hat meinen Geist unbeweglich werden lassen. Es ist sehr traurig. Das alles lässt mich an die Tage zurückdenken, als ich von Romantik und Abenteuer träumte. Helft mir, meine Träume zurückbekommen. Gebt euer Bestes. Ho, ho, ho! Ja, du kannst davon zählen. Danke sehr, Quirtle. Ach, nicht der Rede wert. Ho, ho, ho. Alles klar, Leute. Nutzt den Rest des Tages zur Vorbereitung. Okay, wegtreten. Hurra. Jawohl, ja. Wir machen uns bereit, Donnerwetter. Oh, weil ich bin so aufregend. Plaudergei. Plaudergei, du hältst dich morgen in der Gilde auf Abruf bereit. Gildenmeister, verzeih mir, wenn ich offen spreche, aber bitte lass mich zur Salzhöhle mitgehen. Nein, ich kann dich niemals wieder einer solchen Gefahr aussetzen. Aber genau deswegen. Deswegen muss ich dabei sein. Bitte nimm mich mit zur Salzwasserhöhle. Okay, dann möchte ich, dass du morgen mit Team Saint Army gehst. Führe das Team von Marcel dorthin, wo wir dieses seltsame Muster gesehen haben. Ich möchte aber, dass du vorsichtig bist. Dankeschön, ich werde mich nicht hier täuschen. Noch etwas. Ich habe etwas zu erledigen, deswegen muss ich nach draußen. Das ist Kommando, solange ich weg bin. Wie du wünschst. Also, so stehen die Dinge. Ihr beiden geht morgen mit mir. Die Mitglieder von Team Saint Army, die nicht der Gilde angehören, dürfen nicht mitkommen. In der Salzwasserhöhle liegt ein halbtürkischer Gegner auf der Lauer. Niemals die Deckung fallen lassen. Und tut nichts, was mich davon abhalten könnte, dort Erfolg zu haben. Ah, okay. Marcel, machen wir uns bereit. Lass uns zur Stadtstadt gehen. Leute, ich beende aber diesmal diesen Part. Im nächsten Part werden wir zur Stadtstadt gehen und wahrscheinlich die Salzwasserhöhle erkunden. Bis dahin hoffe ich, dass ihr noch das schöne Wetter hier draußen genießt. Habt einen schönen Tag. Tschüss, Kowski und Kowski. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.